Wir leben Wrestling. Neues Mitglied für Judgment Day geplant? Laut mehreren Berichten gibt es aktuell starke Überlegungen, in Kürze ein neues Mitglied bei The Judgment Day einzuführen. Es soll sich dabei um J.D. McDonagh handeln. McDonagh wurde gerade erst von NXT zu Raw gedraftet, wo sich auch The Judgment Day befindet. Der Ire soll die Offiziellen bei NXT beeindruckt haben und könnte nun möglicherweise das fünfte Mitglied von Judgment Day werden. Zudem verbindet McDonagh eine lange Freundschaft zu Finn Bálor. Ob die Pläne in Kürze auch in die Tat umgesetzt werden, bleibt abzuwarten. Bad Bunny beim SummerSlam? Laut einem Bericht vom Insider-Account WRKD Wrestling strebt WWE einen Auftritt von Bad Bunny beim SummerSlam an. Bunny soll hinter den Kulissen sehr beeindruckt und viel Lob geerntet haben für sein Match gegen Damian Priest. Es ist allerdings unklar, ob Bad Bunny für einen Auftritt oder gar ein Match im Sommer verfügbar ist. Dementsprechend bleibt abzuwarten, wann der Musikstar das nächste Mal im WWE-TV zu sehen sein wird. Update zum Blut bei Cody vs. Lesnar. Das Blut im Match zwischen Brock Lesnar und Cody Rhodes bei WWE Backlash soll kein Unfall gewesen sein. Fightful vermeldet, dass es geplant gewesen sei, dass Lesnar blutet. Jedoch entschied sich Lesnar für den unkonventionellen Weg und brachte sich nicht durch einen Schnitt zum Bluten. Stattdessen führte tatsächlich die Berührung mit dem Stahl der Ringecke zu einer Platzwunde. Teilnehmer für das World Heavyweight Championship Turnier stehen fest. WWE hat am Sonntag die 12 Teilnehmer für das anstehende Turnier um die vakante World Heavyweight Championship bekannt gegeben. Das Turnier besteht aus 6 Raw Superstars sowie 6 SmackDown Superstars. Die Raw Teilnehmer bilden Seth Rollins, Cody Rhodes, Shinsuke Nakamura, The Miz, Finn Bálor und Damian Priest. Die Teilnehmer von SmackDown sind Sheamus, Edge, Rey Mysterio, AJ Styles, Austin Theory und Bobby Lashley. Die 2 Finalisten werden, wie bereits berichtet, schon diese Woche ermittelt und treffen bei Night of Champions schließlich aufeinander. Ex-WWE-Superstar beendet Karriere. Der ehemalige WWE-Superstar Jackson Ryker hat in einem Interview mit Wrestling for the Faith bekannt gegeben, dass er in diesem Jahr seine aktive Karriere als Wrestler beenden möchte. Grund für seine Entscheidung seien unter anderem auch die Verletzungen gewesen, sowie der Wunsch, eine andere Karriere zu starten. Sein letztes Match wird er am 27. August in North Carolina bestreiten. Ryker war vor allem für seine Zeit bei WWE als Teil der Forgotten Sons bekannt. Er wurde 2021 vom Marktführer entlassen. Eine Meldung in eigener Sache. Spotfight sucht Videoschnittunterstützung. Die Tätigkeit vergüten wir mit einem Honorar. Wenn du dir zutraust, Videos wie dieses hier zu schneiden, dann schicke uns deine Bewerbung per E-Mail an bewerbung@spotfight.de.